La Traviata gaat over de courtisane, de hele chique woord voor prostituee Violetta Valerie, die op een dag verliefd wordt op Alfredo, een jonge Parijzenaar. En gedwongen eigenlijk door zijn vader moet zij de relatie verbreken. En na een hoop ingewikkelde en tragische verwikkelingen sterft zij uiteindelijk aan het eind van de opera aan de tuberculose, aan de TBC, in de armen van haar geliefde. Sirue ist die Hauptrolle in dieser Oper und es geht eigentlich darum, dass es einen König gibt, der zwei Söhne hat. Einer davon ist Sirue, der andere heißt Medarse und der eine ist gut, der andere ist böse und beide streiten sich um den Thron. The thing about Der Fliegende Holländer is that it's a myth, it's a fable, it's not real. But for me, the great journey of the story of this piece is the love, the crazed obsession, if you like, of this woman center for this mythical figure, this fantastical figure, the Flying Dutchman. Wat zo mooi is aan deze opera is dat die altijd actueel is, dat het natuurlijk de meest waanzinnige muziek heeft, dat je ieder karakter kennen wij en herkennen wij en kunnen we ons mee identificeren. Er zijn geen niet alleen maar slechte of goede mensen in. En het is een verhaal van een maatschappij die niet perfect is. Met daarin, ik zou maar zeggen, het microdrama van ook ja, een liefdesdrama, een familiedrama, het drama van leven en dood. Für das Publikum ist es toll, dass es eine sehr reiche, sehr farbige Aufführung ist. Diese Opern bieten unglaublich viel. Sie bieten was fürs Herz, fürs Gefühl, aber sie bieten eben auch was, auch Unterhaltung, Abwechslung. Und das ist eben das Tolle. Vielleicht bei dem Hasse wichtiger noch, also bei diesem Werk, bei Sirue, ist vielleicht entscheidend, dass er doch versucht, auch die menschlichen Emotionen zu treffen. Ultimately, the message in this piece for me is the love of this one woman for this one man, and how that love can transcend his predicament, can release him from his torment. I mean, how many of us actually would come down to it and say, yes, I would give up my life for you? That's the message. However you want to view it, whether you think that she's deranged, delusional, she still gives up her own life to save another. For me, that's the great joy in this piece. Ik denk dat we een versie hebben gemaakt die zeer dichtbij komt wat Verdi ooit van droomde. Hij was in zijn eigen tijd ongelooflijk bedroefd en ook echt boos dat hij gedwongen werd met historische kostuums te doen uit de barok. Want dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde dat het over nu ging. Dat het over prostituees en mensen en liefde en dood en opoffering ging van mensen van nu, van de straat, die wij kunnen zien. En dat is wat wij u nu gaan laten zien. Dieses Werk ist eben wahnsinnig. Es ist auf der einen Seite bunt, es ist verrückt, es ist ein bisschen crazy und man bekommt sehr viele Eindrücke, nicht? Und man muss sich auf ein Abenteuer einstellen sozusagen, weil die Barock ist immer irgendwie auch nicht ganz real sozusagen, nicht? Also die barocke Welt ist immer eine fantastische Welt, hat mit Theater zu tun, hat mit Selbstdarstellung zu tun, mit Posing zu tun, aber auch mit Spiel, mit der Lust am Spiel und das kann man in diesem Stück, glaube ich, eben auch ganz gut finden. Everyone should see this piece because it's a fantastic opera. It's a great score, it's wonderfully constructed. It's got great lyricism, it's got massive amounts of passion, it's swashbuckling in the best terms of Hollywood. In fact, the overture alone, I think, probably gave ideas to so many Hollywood composers way back when. It sets one's senses orally and visually alight. It's a fantastic work.